Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier von den Schraudet aus unserem kleinen Reich. Ihr seht, es hat sich was getan. Und zwar, ich habe mal unsere kleine Andachtskirche gebaut. Eigentlich eher so aus, zum Testen, wie die Brunnenblöcke funktionieren oder wie die aussehen. Hab auch mal hier den Vorplatz gestaltet. Ja, hier bin ich mir nur noch nicht so sicher, ob ich Metallblöcke mit Bronze nehme oder die Eisenblöcke mit Bronze oder überhaupt. Ich habe es erstmal gesetzt. Ich lasse es mal noch so ein bisschen auf mich wirken. Da, unsere kleine Kirche. Sau teuer die Bänke, weil dazu muss ich extra nochmal los das Lapis Lazuli holen und die Polsterung besorgen. Ja, also ich finde, es ist ein gemütlicher kleiner Andachtsort. Finde, jeder Ort sollte sowas haben. Ja. Ist soweit fertig. Mit der Decke weiß ich noch nicht, ob ich in die Decke reinziehe oder mal gucken. Ebenso weiß ich noch nicht, wie ich das mit den Fenstern mache. Ob ich die Steinfenster hier drinnen lasse oder hier die Metallfenster. Wobei die Metallfenster mir mittlerweile schon fast besser gefallen. Auch das. Rechte Seite so, linke Seite so. Ich überlege mir das noch. Mal schauen. Sind auch gar nicht so preiswert gewesen. Tür zu, Affe tot. Na toll. Klappt aber immer irgendwie, dass ich ja mitten in der Tür stehe. Hallo. Ich will raus aus der Tür. Ich geh auf. Los. Dunkel befreien. Wieder melden, wieder ausmelden. Nö. Öffnen. Ja. Ja, die Türen sind manchmal gar schrecklich. So, das habe ich euch gezeigt. Dann, wie ihr seht, unser Alchi hat ein neues Dach bekommen. Das ist ein Dach, ein neues Dach bekommen. Hier habe ich mal ein bisschen gespielt, mal geguckt, wie so ein Turm aussehen könnte oder wie ich mir ihn eventuell vorstelle. Habe mir mal ein paar Blöcke zusammengesetzt, wo man auch die müssen erstmal auf mich wirken. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich muss nochmal schnell schauen, ob mein Flachs so halbwegs gewachsen ist. Oh ja. Weil für den Stoff brauche ich ja Material. Und irgendwie ist mir der Flachs ausgegangen. Aber durch das viele Bauen habe ich halt keinen neuen eingesetzt. Das muss ich halt jetzt zwischendurch immer mal machen. Ja. Nicht, dass ich hier runterfalle. Machen wir schnell noch gemeinsam. Nur damit ich das schon mal aus dem Gedanken habe. So. Gut. Erledigt. Der Rest wächst und gedeiht schön. Sieht super aus. Gefällt mir. So, mal schnell hier rüber. Mal schauen, ob noch ein paar fertig geworden sind. 100, 110, 4. Das ist Wasser alle. Schweinerei. Ständig ist das Wasser alle. Weil ich habe unten im Keller habe ich das genug liegen. Na komm, nehmen wir das nochmal mit. Weil Gedanke für heute war ja eigentlich Herz aus Eisen. Zumindest war das so mein letzter Gedanke. So, wo ist das Wasser jetzt? Da. Achtmal Wasser, da können wir noch. Ja, die schmeißen wir hier rein. So. Ja, also das ist ein Betrieb. Hier ist jetzt auch das Dach drauf. Ihr seht, sieht nicht mehr ganz so schrecklich aus. Ich wollte einfach mal das Strohdach probieren. Und das passt sich echt gut mit dem Palmholz an. Super Sache das. So, wir waren auf dem Weg zum Alchi. Der Alchi hat nämlich einen Spezialzugang bekommen. Ich habe mal den Keller unten erweitert. Auch mal so ein bisschen mit den Leuchtblöcken gespielt, so ein bisschen, weil das ja auch ein bisschen rustikal und ein bisschen kaputt aussieht. Auch hier der Durchbruch. Ja, mir gefällt's. Nun muss ich bloß mal schauen, wie ich den Rest hier mache. Aber ihr seht, es geht voran. Aber man kann sich halt tot bauen und tot spielen. Ja, und hier soll dann praktisch wie ein Geheimgang reinkommen. Mal schauen. So.
Die Jägerin musste leider erstmal ein bisschen umziehen. Die habe ich in den Keller runter verbannt, erstmal. Damit die hier ein bisschen Leinenflachs. Das wollte ich mal gucken. Ein Flachs für ein Leinen und hier zwei. Okay, kriegen wir eine doppelte Menge. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Das hier rein. Toll, jetzt habe ich so einen Haufen Mist einstecken hier. Den ich gar nicht wollte. Das hier rein. Stroh, wo habe ich denn das Stroh? Ich packe es einfach mal mit hier rein. So, haben wir ansonsten alles. Rucksack ist leer. Essen, trinken, das sollte reichen. Wir sind ja nie lange unterwegs. Noch nie gewesen. Mal reparieren, vorsichtshalber, falls ich irgendwas vergessen habe. So. Ah, Tür kann offen bleiben. Ja, ich muss die Testsachen mal noch abbauen. Und als nächstes soll Oswald hier hinten auch mal ein ordentliches Dach über den Kopf bekommen. Ja. Gut, aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Okay, dann lasst uns mal Herz aus Eisen. Muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht reinfalle. Weil ich war dort nochmal gewesen und habe Lapis Lazuli. Ach, jetzt kriege ich das Wort sogar rausgesammelt. Vorsichtshalber. Ja, hier unten ist ein riesen Loch drin. War drin. Wo ist es denn? Egal. Herz aus Eisen ist unser Ziel. So. Die Sachen, die bleibt noch offen. Da. Herz aus Eisen. Na dann. Der blöden Drachen lasst mich hier in Ruhe. Die haben mich nämlich beim Hacken von Lapis Lazuli einfach von oben angegriffen. Einmal war ich mitten im Berg dort drin und die standen sozusagen Gewehr bei Fuß. Nochmal. Gucken. Vielleicht gibt es ja noch was anderes Geheimnisvolles hier, aber ich denke eher nicht. Na ja, schön, seht ihr? Und da ist wieder angegriffen. Kannst aber auch gehen. Oh, die machen aber richtig Schaden, wenn die mich treffen. Das ist ungesund. Das gefällt mir nicht. Jetzt fange ich wieder an, hier mit den Drachen Hasche zu spielen. Da habe ich eigentlich gar keine Geduld und Nerven dafür. Aber die Federn brauche ich ja trotzdem. Vor allem kann es sein, dass sie immer schneller werden. Ja, mit Pfeil und Bogen ist immer noch am besten. Finde ich. Ja. Gott. Wenn ich runterspringe. Ich weiß ja nicht, wo ich hinspringe. Aus dem Turm. Komm, ich spring da drauf.
Ja, wir sind erstmal unten. Kann jetzt erstmal nicht viel passieren. Ich schnapp mir mal noch so einen Schluck hiervon und einen Schluck davon. Ja, damit alles voll ist. Ja. Nimm mal mein Messerchen. Ist schon sehr kurier, weil einfach nur ein Turm, ohne dass es da irgendwo reingeht. Da. Womit? Pfeile kann man immer gebrauchen. Habe ich mir was die Beleuchtung mitgenommen? Jawohl. Bin doch so blind. Ist ja nicht. Okay. Na gut. Bin ich zu spät abgerollt. Muss dran denken, ich habe diesmal keine Verbände eingesteckt. Sozusagen gedacht, okay, die Verbände, die wir haben, müssen reichen. Sehen bestimmt irgendwo einen Übergang, den ich erst leichtfertig übersehen habe. Wo muss es ja über die Lava gehen? Irgendwo geht es da bestimmt drüber. Ich sehe bloß nichts. Ich nehme mir mal die Kleinen mit auf die Leiste. Für solche, als Ersatzverband sozusagen. Ja. Frage mich allerdings, wie wollen wir denn da hinkommen? Wir sind ja über die Lava, nehme ich mal an. Hier geht's rüber und dann dort irgendwo. Hier war zumindest schon mal Eisen. Aber das brauchen wir gerade nicht. Tödlicher Irrtum. Wir sind zwar hier drauf gekommen, aber wir kommen jetzt nirgendwo hier lang. Wirklich den Weg hier außen rum? Frage, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ja. Wie ist ja klar, aber das ist ja nun nicht die Sache, die ich mir vorgestellt habe. Dann muss es halt so gehen. So. Ich bin erstmal wieder draußen. Bringt uns jetzt aber. Na komm, geht da mal hoch. Irgendwie nicht weiter.
an. Doch, der Weg außenrum. Gemeinerweise ist dann auch schon wieder bald Nacht. Küstenwacht. Hier jemand? Klar ist hier jemand. Erholen sich aber relativ schnell wieder. Ja. Gut, weiter geht's. Und auch noch. Der Freund der Grüne wieder. Ich hoffe, die lernen niemals nicht Treppen zu steigen. Guck mal, wie viel Schaden der aushält. 389 auf den Kopf geballert, also fast 400 Schaden pro Punkt. Also pro Treffer. Die stecken das mehr oder weniger einfach so weg. Dort geht es dann scheinbar rüber. Das ist dann noch ein Grüner. Giftpfeil. Auch noch. Na komm. Aber zumindest geht die Sonne weg, sehe ich mehr. Immerhin. Wieder einer weniger. Nicht mit mir, mein Freund. Ich habe gelernt. Du könntest bei unserem Algi auch aussehen. Ja. Ich höre Stimmen. Sehr ist natürlich schön, ein Bett zu finden. Mit schönem Bett zu finden, meine ich ein Bett zu finden. Nicht so ein Ding, wo ich nicht schlafen kann. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Unten zappelt er.
Nehmt mal den Schaden mit, los. Ist jetzt Ruhe im Stall? Ja. Gegner weg, okay. Lied der schwebenden Schatten. In einem Reich der Mythen und Sagen, wo Schatten tanzen und Geheimnisse Früchte tragen. Fliegende Kreaturen stürzen sich von oben herab. Erscheinen sie am Himmel, wird es für alle knapp. Nehmt euch vor dem dunklen Flugkobold in Acht. Nehmt euch vor dem dunklen Flugkobold in Acht, denn er ist es, der am Ende blacht. Lauscht dem Gelüster und dem alten Worten, denn sie erklingen, wo andere Geheimnisse horten. Kinder lernen von der alten Geschichte, sonst macht ihr eure Sicherheit zunichte. Im Land der Träume und Wunder lauen auch Schatten und Sorgen für Zunder. Oh ja. Hat so ein bisschen was von auf Krampf gereimt oder so zu tun. Wasser nehmen wir mit, brauchen wir zu Hause nämlich für die Beete. Wenn es hier immer rumsteht. Metall brauchen wir trotzdem. Hier aus dem Bett. Und schon sind wir munter und bereit für frischen Wahnsinn. Ja. Aber haben wir mal eine Nacht im Gefängnis geschlafen? Auch nicht schlecht. Nein, du hast geschlafen. Irgendwie klang das für mich jetzt miasmatisch. Ja. Mal was kaputt machen. Und ich bin dafür, jeder sollte zum Frühstück was kaputt machen können. Dann hat er sich nämlich für den ganzen Tag ausgepowert und seine Akkus rausgelassen. Ja. Na dann. Und dann was essen. Und los. Warum tust du dir denn nur weh? Oh, Werkbank. Haben wir ja schon lange keine mehr gesehen. Na ja, scheint da eher Freunde von fern abzukommen. Erstmal weg. War da nicht auch noch einer? Da. Das mit einfachen Feuersteinen Schrottpfeilen. Also das ist schon. Also die Skillung, die ich gerade habe für als Bogenschütze, gefällt mir irgendwie. Schießt er sich jetzt selber? Erst ist er Ewigkeiten. Mit.
Metall noch, bisschen Holz. Oder irgendwo wieder ein Sprengfass. Das hätte wieder ein Ende bedeutet. Komm mal hier rein. Hinterhältisches, kleines, garstiges Etwas. Na komm. Steht er einfach hier in im Dunkeln und versteckt sich. Mann. Ich will doch aber nur Herz aus Eisen. Stecken die sich schon? Die Vorwärtsbewegungen, die er immer so schön macht, sind zwar toll, wenn du direkt auf Gegner zugehen willst, aber wenn du nicht gerade runterstürzen willst. Mensch. Ja. Heißt Lebensbalken ein bisschen erhöhen? Ja. Oh. Hier mal die Treppe. Hier mal die Bettchen. Also eine falsche Reihe. Machen aber schon gut Schaden, wenn sie dich aus der Nähe treffen. Weil wir sind noch weit weg von dort, wo wir eigentlich hin wollten. Sprengfass. Das ist nur eine Grube. Hey. Ihr dürft das nicht. Halt dich mal ein bisschen hoch. In die Parade fahren, das wird auch mal anstrengender bei denen. Noch so einer. Oh Gott. Aber ein Sprengfass, das hätte schief gehen können. Ja.
Die sind hier böse drauf. Mitten in der Heilung. Ich habe wieder festgestellt. Hinterlistig aus der Ferne. Ist doch immer noch das Beste. Tada. Was hast du denn davon? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Gott, ganz weit weg davon, wo wir eigentlich hin wollten. Hey du, ich tu dir nichts, keine Angst. Sagen, vielleicht eher hier außen irgendwo hoch. Hier waren wir gewesen. Anatos Schrein der Flamme, okay. Immerhin. Wir leben noch. Oh, hier sind eine Höhle. Geschenke ist hier ein Durchgang. Wir wollten aber Herz aus Eisen, Höhlenpassage. Seht ihr, das ist schon wieder. Wie soll ich denn da jemals fertig werden, wenn ich ständig irgendwo in der Weltgeschichte rumreise? Ach, das ist so ein großer. Nee, nee. Bleib du mal, wo du bist. Du willst mich in Ruhe lassen. Bitte Drachen. Seht, es wird wohl doch nichts. Oh. Tödlichen Jasma. Sind wir am Ende der Welt angekommen? Na gut, jetzt sind wir immer hier. Dann verschiebt sich Herz aus Eisen halt noch ein paar Meter. Kann ja nicht schaden. Wer weiß, für was es gut ist. Und die Frage ist, kommen wir da überhaupt hin? Vor allem, wie kommen wir wieder weg? Hier ist noch eine Höhle. Ach nee.
habt ihr keine anderen Freunde? Irgendwo hier rum, ach, da hinten. Das ist der verwaiseste Schrein, den man haben kann. Alles gerät in Vergessenheit. Ich erinnere mich immer gerne an meine unerfahrenen Jahre, in denen ich blauäugig weiterreiste als alle anderen. Die Tiefen weckten mit ihrem Wund mein Interesse. Ich griff nach ihnen auf der Suche nach Wissen und hüllte mich in die Wärme der Flamme. Ich war jung und hatte keine Angst vor Fehlern. Im Abgrund fühlte ich die Unendlichkeit. Jetzt fühle ich sie nicht mehr. Der Sand in meiner Sanduhr rinnt ab. Wenn ich höre, wie die Flamme den Namen des Ältesten meinen Namen ruft, werde ich von Reue erfüllt. Der Kern unseres Planeten hat sich verändert. Der Welleneffekt meiner Entdeckung riss die Täler und unsere Jüngsten in zwei. Das Versagen hätte mir Angst einjagen sollen, nicht die Veränderung. Der Abgrund ist alles, was noch übrig ist. Und es ist ein Synonym für das Vergessen. Ich habe meinen Namen in den Stein gemeißelt. Mein Versagen auf die Obelisken geschrieben, damit es mich überdauert. Aus Angst in Vergessenheit zu geraten, habe ich auf den letzten sogar meinen Namen geschrieben. Wie überaus menschlich von mir. Dieses Gefühl der Endgültigkeit ist seltsam. Es ist leer und kalt. Manator. Okay. Der hatte wohl ein kleines Ego-Problem. Ha. Aber das ist jetzt hier wirklich am Poppestar der Welt. Schön, wir waren hier gewesen. Dann gibt man mal den Pritzelfritzen wieder mit. Wie lange haben wir noch Licht? Eine Minute. Wenn die Sprengfliegen nicht da sind, soll es mir egal sein. Ne, Lapis Lazi. Oh, ich habe einen Sprenger gesehen. Habe ich gesagt, solange keine Sprenger dabei sind, geht das noch? Schon arg gespenstisch hier aus. Und Haufen Eisen. Aber Eisen nützt mir nicht. Ich brauche einen Ausgang. Oder einen Aufgang, sagen wir so rum. Jetzt mache ich durch viel Eisen. Ja. Lass mal rein. Ist das am Ende hier gar nicht irgendwie ein Durchgang? Da ist eine Höhlenpassage. Okay. Dann hätte ich hier ja gar nicht reingemusst. Wo ich aber da rauskomme. Komm, das schaffst du, das schaffst es. Oder auch nicht. Nächster.
am Ende des der Vergessenheit. Naja. Willst du vielleicht einen Bogen in die Hand nehmen? Was seid denn ihr aber für lästige Dinger? Autsch. Das ist aber nicht nett von euch, Freunde. Wo ist der andere? Da hat man die Federn einstecken. Und hier war die Höhlenpassage. Aber wir wollten ja zum Herz aus Eisen. Ach, das ist so weit weg. Erstmal wurde die größte Beute. Wisst ihr was? Dann gehen wir hier durch. Komm, wir ziehen mal hier unsere Runden. Jetzt sind wir immer hier. Was soll's? Oder hattet ihr was Besseres vor? Scheinbar nicht, sonst würdet ihr den Quatsch, den ich hier mache, nicht gucken, oder? Überhaupt die größte Beute. So. Lässt du den armen Süßen in Ruhe? Ah, siehst du, das hast du nur davon. Was bist du hier? Gar nichts. Noch Schwefel. Gut, Schwefel brauchen wir gerade nicht. Hat er die Autschi getan? Frecher Kerl, oder? Schau euch mal das an. Am Ende der Welt. Mindestens am Ende der aktuellen Welt. Ja, toll. Und was mache ich? Ich renne ja freilich rum. Pff. Du weißt doch nun, dass die so eine blöde Hitbox haben. Aufpassen, dass ich beim Schießen nicht zu weit zurückgehe, nicht, dass ich doch im Jasma lande. Weil da wollte ich ja nicht hin. Nee. Also definitiv gehe ich nicht zu dem Nest rüber. Auch wenn da bestimmt der beste, tollste, größte Schatz drin ist. Den die Welt jemals gesehen hat. Aber Blümchen nehme ich mit. Die Finstere. Gott. Sieht da schon so schrecklich aus. Irgendwas zum Aushachen. Noch ein blöder Drache. Ja, die Hitbox der Drachen ist, wenn du den automatischen Anvisiermodus nicht anhast,
irgendwie sehr eigenartig. Was? Wenn ich dran denke, da oben wollten wir hin. Oder wollte ich hin? Wenigstens war so mein hehrer Plan, aber ihr alle kennt meine Pläne. Und wir haben ja nicht mal ein Portal mit, was wir stellen könnten. Naja. Dann haben wir wenigstens einen Teil der Karte aufgedeckt heute. Man kann halt nicht jeden Tag einen Krieg gewinnen. Geht's denn scheinbar rüber? Bleiben wir mal außerhalb. Nest sein. Was ist noch einer? Und Skorpione sind hier auch noch. Was ist denn hier nur los? Die haben mich doch bestimmt jetzt nicht gesehen, oder? Ganz bestimmt nicht. Wieder einer. Lapus Lazi. Oh, was ist denn da unten? Ist da vielleicht der Übergang halt? Guck mal, das Blümchen mit. Lass den in Ruhe. Blümchen mit. Autsch. Was hast du jetzt davon? Jetzt mindestens haben wir schon mal einen Weg gefunden. Elixierbrunnen. Da ist unser Weg. Da müssen wir hin. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Aber bis jetzt haben ja eigentlich immer nur die Drachen was dagegen gehabt. Ist noch so ein Skorpion da. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. War ich jetzt erschrocken. Ich dachte, es kommt ein Drachen von hinten. Als dieser böse Schatten über mich kam. Naja. Wir sind noch nicht wirklich weitergekommen. Aber wir sind hier. Frage ist... Ist das gesund, hier nachts rumzuschleichen? Ich würde eher mal behaupten, nein. Was auch immer das ist. Dann möchte ich jetzt auch im Dunkeln nicht rumhüpfen. Ja, wisst ihr was? Ich bin heute mal die Stimme der Vernunft. Dann habe ich heute kein Herz aus Eisen. Aber wir haben ein bisschen was aufgedeckt. Und ich reise nach Hause. Und von zu Hause aus bringe ich uns morgen wieder an diese Position oder mal schauen. Vielleicht können wir ja von hier aus, hier rum, schauen wir uns morgen an. Also dann. Sorry, kein Herz aus Eisen, aber wir leben noch. Und eine kleine Feigling möchte nach Hause. Möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Also dann, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.